Ist ja immer gut jetzt. Aber wisst ihr was? Wir sollten mal auf CD runtergehen. Können wir machen. Und nächstes Mal machen wir das im Western-Style. Ja. Und dann können dann, wir können sich hier Line-Dancer anmelden. Dann machen wir ein Line-Dance-Festival. Naja, mal gucken. Line-Dance-Festival in Oranienburg. Gibt's noch einen? Oranienburg Ost, Studio 1. Ja, dann setzt man den Cowboy-Hüter auf den Stetson und dann geht los. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Heute ist der 16. April. Ja. Und ja. Was reden wir denn so? Wir sind eigentlich kurz vorm Nervenzusammenbruch, ja, wenn man das mal so sagen darf. Weil wir die Welt nicht mehr verstehen. Sind über die allgemeine Politik. Wenn man so. Über das Bundesnotbremsen-Gedöns, über das Geleier und Gesabbel über den Kanzlerkandidaten. Ja. Dieses Gezänk, dieses, ja, diese Intrigen. Intrigen ist gut, ja. Ich muss übrigens an der Stelle mal sagen, dass ich ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues, wenn ich das sage, aber dass Markus Lanz, ja, ist ja inzwischen eine Institution geworden. Ja. Also, ich gucke es nie live. Ich gucke es immer, wenn ich höre, es war irgendwas Spannendes, gucke ich es dann am nächsten Tag. Ja. Und es gab dann Donnerstag auch wieder so eine Sendung, da war Ramsauer zugeschaltet und irgend so eine CDU-Tante, die ich nicht kannte, ja, die aber bei, in der Präsidiumssitzung dabei war. Also wie der die Leute grillt. Es ist ja unfassbar. Ich habe das neulich gesehen, da war die neue linke Vorsitzende da. Ja. Das fand ich auch geil. Da hat sie dann, wollte ihr Steuerkonzept erklären, weil er sie jedes Mal ausgehebelt hat. Du flätst schon wieder. Ach, ich bin hier im Wochenendmodus. Ja, jedenfalls fand ich das sehr geil, wie er die wirklich auseinandergenommen hat. Da hat er sie dann gefragt, na, wie stellen sie sich denn vor mit einem Spitzensteuersatz? Aber sie hat doch gerade gesagt, das wollen sie da anders, ja, machen. Er lässt keine Floskeln gelten. Und also wenn er eine Frage will, er auch eine Antwort haben. Er hat sich sehr gemausert. Er hat, ja, ich meine, er hat natürlich auch gute Leute im Hintergrund, aber, ja, aber man muss ja auch das, ja, verstehen, was die, ja, Leute ihm da erzählen. Und er kann genau darauf reagieren, was jetzt derjenige erzählt. Das finde ich ist eine ganz große Gabe. Ja. Und von diesem Unterhaltungstalk ist es eigentlich wirklich zu einer interessanten politischen Sache. Im Endeffekt ist ja, ja, mehr politisch als jetzt Anne Will. Ne, Anne Will nicht angegangen, also von der Sendung, vom Volumen her, weil er die grillt richtig. Wie du schon sagst, also Anne Will oder auch die Maischberger sitzen immer da. Ja, die fragen immer ab. Und die fragen, ja, mal, genau, die fragen immer ab und dann, was sagen sie jetzt dazu? Was sagen sie dazu? Und er sagt immer, hey, du hast gerade gesagt, so und so sieht's aus. Du stellst aber das andersrum wie andersrum dar. Wie kannst du das denn so behaupten, wenn du das eigentlich anders meinst? Genau so in der Richtung kriegt er das ja immer hin. Und weil er kann genau die Leute lesen. Das finde ich spannend. Ja, ansonsten sprechen wir auch darüber, dass ja am Sonntag, das ist ja auch gleich dann schon mal eine Ankündigung, Sonntag ist er nun endlich da, der Gedenktag für die endlich da, das hört sich ja komisch Gestorbenen in der Corona-Pandemie. Na, ja, endlich im Sinne von, dass man auch endlich mal denen gedenkt, die das Ganze so nicht überstanden haben. Das hat mir, glaube ich, das war ja schon, wann haben wir darüber mal das erste Mal gesprochen? Das Lubik war schon im Februar oder so, ja, dass dieser Tag kommen wird. Da war ja noch so weit entfernt, hat mir Lubik gar nicht so viel Verstorbene in Deutschland jetzt beklagen müssen. Jetzt sind wir ja schon fast 80.000. Das ist schon eine Ansage. Wir sprechen auch über Hertha BSC, die ja, ja, nun leider irgendwie aufs Abstellgleis gestellt worden sind. Und dementsprechend auch kurz vorm Abstieg sind dadurch. Oder mal gucken, was daraus passiert. Wir werden wir am 34. Spieltag sehen. Und wir sprechen über Promis unter Palmen, ja, und über das neueste Oranienburg-Erlebnis von unserem Freund Tanzverbot. Wir reden nicht über Halloween. Die Band. Es gibt ja, das ist aber schade. Eine Metalband Halloween, die gibt es ja eigentlich als Fans unserer Sendung wissen, wer oder was Halloween, ja, ist. Ja, genau. Und die gibt es seit 84 in der Urform. Und die haben sich ja letztes Jahr oder bis in 2019 als Urversion wieder zusammengepackt mit allen möglichen Zusatzmitgliedern und sonstiges. Und die haben jetzt Anfang, jetzt, wie gesagt, ein neues Album aufgenommen. Und ist da krasse Teil, ja, dabei.
die sind in England mit ihrer neuesten Single, die letzte oder vor zwei Wochen erschienen ist, auf Platz 1 der Single-Charts geschossen. Mit ihrem Opus Skyfall. Das ist doch mal eine Sache. Also heutzutage ist ja Rap und Hip-Hop und Techno und Popmusik also immer noch im Vordergrund. Dass eine Metal-Band in England, im Mutterland des Rocks, wie auf Platz 1 der Charts stirbt. Ja gut, aber ehrlich gesagt, Single-Charts nimmt doch heute keiner mehr. Aber Metal. Dann hast du Metal, in Deutschland letztes Mal eine Metal-Band, die wirklich dieses Power Metal spielt, auf Platz 1 der deutschen Single-Charts gehabt. Genau. Wer will das haben, frag mich. Ja, ich wäre da nicht abgeneigt zu. Aber das fand ich zum Beispiel richtig klasse. Die Single ist doch toll. Die geht ja, also die Radio-Edition geht so um die 5 Minuten, die Originalversion auf dem Album geht so um die 12 Minuten. Und ist ein ganz klasse Stück. Kannst du hier mal verlinken oben. Wir sprechen auch nicht über Johnson & Johnson. Ja. Ist ja auch eine peinliche Situation, ne? Für den Erzeuger des Produkts. Die haben ja nun was Vakzin entwickelt, was eigentlich nur einmal geimpft werden soll, was ein großer positiver Effekt haben sollte. Dann haben sie es erstmal geschafft, dass da unglaublich Millionen von Impfdosen verunreinigt wurden, die sie schon in die Tonne treten konnten. Und jetzt haben sie das ja gestoppt, das Impfen, weil ja irgendwie auch, wie bei AstraZeneca, zu Hirnthrombosen führen kann. Okay. Und das haben sie jetzt erst in den Staaten, in die Ausdifferung nach Deutschland, oder nach Europa, komplett erstmal gestrichen, in den Staaten pausiert. Und jetzt gucken wir mal, was das nächste weiter raus wird. Also, das scheint irgendwie einen Zusammenhang zu geben zwischen einzelnen Vakzinen. Wir sprechen auch nicht, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, wobei es jetzt uns gar nicht so richtig betrifft, aber der Mietdeckel wurde per Gericht kassiert. Wie krass das ist? Ich habe neulich gestern drüber nachgedacht. Überleg mal, du hast jetzt von der Landesregierung ein Gesetz bekommen, also die Miete wird nicht mehr erhöht. Du lebst ja normal daneben weiter. Nein, nicht, dass sie nicht nur nicht erhöht, sondern dass sie vielleicht so gesenkt wird. Und jetzt pass auf, das ist ja krass. Du hast jetzt sozusagen, du hättest ja theoretisch an Mengen denken müssen, eigentlich als normal, der die Miete abdrückt an den Vermieter. Scheiße, ich habe ja eigentlich, ich bezahle jetzt eigentlich zu wenig Miete. Müsste ich ja eigentlich zur Seite liegen. Normalsterblicher macht das nicht, weil du auch nicht daran denkst. Der Gesetzgeber hat gesagt, also die Miete wird gedeckelt und jetzt kommt das, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, ist nicht. Das Ding ist hier stoppt und jetzt heißt, dass die Vermieter die Miete zurückverlangen können, den Anteil. Das heißt, ey, wie lange ist das jetzt? 1,5 Jahre und die haben jetzt jeden Monat, wir sind nicht 200, 300 Euro gespart, müssen jetzt das alles höchstwahrscheinlich den Vermieter abdrücken. Überlegen wir mal, was das bedeutet für manche Familien oder einzelne Personen. Die Frage ist, ich meine, es ist ja so, dass Politiker müssen ja Schaden von den Leuten abwenden. Ja? Und es ist ja nun wirklich aus meiner Sicht ein ganz krasser Schaden, der da wirklich einzelnen Leuten... Eigentlich müsste die Landesregierung sagen, pass auf, wir haben Scheiße gebaut, wir übernehmen die Kosten. Wäre eigentlich Sinn, weil sie ja. die Mieter haben ja keine Schuld in dem Sinne. Die können ja auch nicht davon überlegen, dass jetzt dieses Anteil... Normalerweise müsste die Rechnung, die jetzt vom Vermieter kommt, eventuell müsste sofort 1:1 abgeordnet im Haus. Dankeschön. Ja, theoretisch müsste die Macht und nicht nur einmalig, sondern erstmal solange das alt beglichen ist. Also das ist eine Unfähigkeit der Landesregierung. Man müsste sich da vorher im Klaren sein, was das bedeutet. Und wenn ein Rechtsanwalt sagt, ja, das können wir machen, das ziehen wir durch, das funktioniert, dann holt man sich noch eine zweite und dritte Meinung an, wenn die auch sagen, okay, das funktioniert. Aber vielleicht hat Herr Müller das mit Herrn Scheuer am Stammtisch besprochen. Herr Scheuer hat es ja auch nicht so richtig. Der plant immer nicht ganz so. Vielleicht trinken sie erstmal 2 Weißbier und dann gucken sie mal, was mal Pi mal Daumen machen können. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Sonntag, 11.30 Uhr, ja. Gibt es auf unserem YouTube-Kanal Zapper Infotainment eine neue Folge von Keine Wochenshow, die ihr kommentieren könnt, liken, teilen. Ihr könnt den ganzen Kanal abonnieren. Und kommentieren, was mittlerweile gut genutzt wird. Ja gut, sind immer 3-4 Leute. Die sagen, ja. Immerhin. Besser als nichts und da sind wir uns sehr dankbar. Ja. Das bitte weiterhin und ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles gut. Schönen Freitag. Bis demnächst. Tschüss. In Ihrem Programm. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Das wird dann ja. Arrivederci. Goodbye. Ich glaube, jetzt sind wir schon...